Olaf Fiebig hat für uns das Treffen der Koalitionsspitzen in Murnau und auf der Zugspitze beobachtet. Frau Fiebig, wie war denn die Stimmung? Das wirkte bei den Auftritten ja eigentlich relativ entspannt. Welchen Eindruck haben die drei auf Sie gemacht? Ja, also man war schon sehr bemüht, hier geschlossen aufzutreten, entspannt aufzutreten und eben zu zeigen, gemeinsam können wir auch was bewegen. Das war das Ziel dieser Klausur und das wurde so an jedem Punkt spürbar. Jeder Zwist, den man als Journalist vielleicht nochmal nachgefragt hat, wurde weggelächelt oder mit einer kurzen Replik nur beantwortet. Also das hat im Vorfeld schon gut geklappt sozusagen. Die Regie hat funktioniert, dass man alles, was schwierig sein könnte, im Vorfeld ausräumt oder zumindest jetzt mal für die 2 Tage nach hinten schiebt und sich eben sehr geeint und auch gut verstehend zeigt. Das war auffällig und das war im Grunde auch das, was der Tenor des letzten Statements war. Vor einer Stunde sind die 3 Fraktionsspitzen hier aufgetreten und haben nochmal eine Zusammenfassung dieser 2 Tage Klausur oder eigentlich war es ja nur effektiv 1 Tag geliefert. Das Signal, wir können auch gemeinsam. Jetzt gab es ganz unterschiedliche Themen. Gestern war das Bauen und Wohnen, heute künstliche Intelligenz. Was genau ist denn da beschlossen worden? Ja, beschlossen wurde eine Enquete-Kommission, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen soll. Zumindest wollen eben die beiden Regierungsfraktionen, die 3 Regierungsparteien, eine solche Enquete-Kommission im Bundestag einrichten. Es war ganz interessant, dass Andrea Nahles, Volker Kauder und auch Alexander Dobrindt, der ja als digital affin gilt und auch durchaus Fachwissen da hat, dass die sich doch sehr beeindruckt gezeigt haben von einem Auftritt heute eines Fachmannes, der einen selbstlernenden Roboter dabei hatte. Offensichtlich war die Erkenntnis, dass mit solcher Technik, mit solcher Technologie, die eben in Deutschland auch gefertigt werden kann, man Arbeitsplätze künftig auch sichern kann und sogar neue schaffen kann. Und dass diese Angst, dass Technologie und künstliche Intelligenz vor allem Arbeitsplätze gefährden könnte, dass die nicht im Vordergrund stehen soll. Das wurde beim Statement nochmal sehr deutlich gemacht, dass man eben doch die Chancen betonen möchte und eben den Forschungsstandort hier stärken möchte, um Technologie und Deutschland im weltweiten Vergleich wieder nach vorne zu bringen. Es ging bei dem Treffen auch um Außenpolitik. Heute Morgen war der jordanische Außenminister da. Wurde da auch über den Iran und die Ankündigung von Donald Trump gesprochen, das Atomabkommen möglicherweise aufzukündigen? Also vor der Presse haben die 3 und eben auch der jordanische Außenminister dazu Stellung genommen und sie haben alle ein sehr sorgenvolles Gesicht gemacht. Es klang ja im Beitrag schon an, Iran dürfe nicht isoliert werden, sagt Volker Kauder. Das könne die Situation weiter verschärfen im Nahen Osten und das ist im Grunde auch der Tenor aller gewesen, dass man da sehr besorgt ist, dass die Situation und die Stabilität noch mehr gefährdet wird in dieser Region, wenn es eben diesen Ausstieg aus dem Iran-Abkommen gibt. Dobrindt bezog sich noch mal darauf, dass es ja gute Gründe gab, dieses Abkommen abzuschließen und dass an diesen Gründen sich auch nichts geändert habe. Und insofern warten natürlich nun alle ab, was Trump heute dazu sagen wird, wie er sich entscheiden wird. Aber die Sorge war schon sehr deutlich spürbar. Schauen wir noch mal aufs große Ganze. Es ging dann auch noch. Ja, bitte. Ja, ich wollte noch anschließen, dass es mit dem iranischen Außenminister auch noch um mit dem jordanischen Außenminister auch noch um Jordanien ging und die Rolle natürlich, die dieses Land auch in der Flüchtlingssituation spielt. Da gab es sehr große Unterstützung seitens Deutschland und eben der Fraktionsspitzen, die gesagt haben, wir sind diesem Land sehr dankbar, dass es so viele Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt und zu einer Bewältigung dieser großen Flüchtlingsbewegung auch enorm beiträgt. Das war auch ein Tenor noch dieses Gespräches heute Morgen. Insgesamt betrachtet war das jetzt der entscheidende Schritt für die GroKo, um endlich effektiv ins Arbeiten zu kommen? Naja, wie ich das schon sagte, man hat das natürlich auch ein bisschen choreografiert heute und das sollte natürlich ein Signal sein, das ausgesendet wird, dass es auch miteinander geht und dass man das, was man mühsam im Koalitionsvertrag nun zusammengeschrieben hat, auch mit konkreten Plänen unterfüttert und vorankommt. Es wird natürlich dann interessant, wenn wieder Punkte aufgegriffen werden im Alltag, die vielleicht unvorhergesehen auftauchen, wenn es wieder irgendwelche Äußerungen gibt, die kritisch sind oder die dem
anderen Koalitionspartner nicht gefallen, wenn es an Themen geht wie den Paragraph 219a, wo es ja ganz offensichtlich Meinungsunterschiede immer noch gibt. All das wird im Alltag dann wieder natürlich zu bewältigen sein. Und da ist die Frage, ob das dann hilft, was jetzt als Geist von Murnau schon von Herrn Kauder beschrieben wurde, ob man sich daran erinnert oder ob dann sozusagen es wieder aufbricht, dass man doch unterschiedliche Parteien ist und andere Richtungen auch durchaus vertritt. Es bleibt spannend. Vielen Dank, Olaf Hiebig, nach Murnau.